wenn mir klar wird, wie unsicher die Zukunft aller Generationen ist, wenn mir wieder klar wird und ich wieder die neuen Berichte lese, wann auch hier in Deutschland in sehr absehbarer Zeit diese Katastrophen kommen werden, wie tödliche Hitzewellen, Waldbrände und viel mehr, wie wir es auch hier gehört haben. Allerdings fühle ich mich auch sehr privilegiert, dass erst in ein paar Jahren erst erleben zu müssen und nicht, wie wir auch zum Glück hier mal haben, in Bangladesch jetzt schon oder auch woanders Australien, wo wir die ganz offensichtlichen Folgen des menschengemachten Klimawandels schon jetzt, die dort schon tödlich sind, dort schon sehen. Aber noch haben wir das Steuer in der Hand. Doch der Einfluss, den ich durch mein eigenes Handeln nehmen kann, der reicht nicht aus. Subventionen vergeben oder Kohle abschalten, das kann nur die Bundesregierung. Es muss durch das Einsetzen von Subventionen an der richtigen Stelle das Einfachste sein, so zu leben, dass wir alle eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft haben. Doch genau das unterlässt die Bundesregierung. Erstens ein Tempolimit. Sehr schnell umsetzbar, was das Beispiel Niederlande zeigt. Wir sind der letzte Industriestaat, der sich weigert, diese Klimaschutzmaßnahme zu ergreifen. 5 Millionen Tonnen, und wenn wir eben tagsüber nicht 120, sondern dann sogar Tempo 100 fahren, in den Niederlanden zwischen 6 und 19 Uhr jetzt verfügt, dann kommen nochmal 2 bis 3 Millionen Tonnen jedes Jahr dazu. Das Zweite, wir haben im Bereich der Automobilindustrie und der Förderung von entsprechenden Fahrzeugen nicht nur eine Lässigkeit, klimaschädliche Fahrzeuge zu gestatten, wir fördern sie. Und zwar mit finanziellen Mitteln des Bundes. Andere Länder machen Obergrenzen. Österreich 40.000 Euro. Und was darüber hinausgeht bei einem Dienstwagen, ist Privatvergnügen des Unternehmens oder des Freiberuflers. Andere Länder richten die entsprechenden Regelungen nach CO2-Gehalt aus und machen wie in Frankreich Obergrenzen sogar von 9.000 bis 19.000 Euro. In Deutschland ist es umgekehrt. Es gibt keine Obergrenze in der Förderung. Und wenn wir uns die Oberklasse betrachten, die Fahrzeuge, die dort an der Spitze stehen, Mercedes S-Klasse, Audi A8, BMW 7er, dort liegen wir bei 93% der verkauften Fahrzeuge, die dienstlich zugelassen sind und steuerlich gefördert werden. Wir haben gemeinsam mit 3 Bauernfamilien erwirkt, dass im Jahr 2019 sich die deutsche Bundesregierung das erste Mal für ihre verfehlte Klimapolitik vor Gericht verantworten musste. Die Klage wurde abgewiesen, trotzdem empfinden wir das Urteil als wegweisend, denn es hat festgestellt, Klimaschutz ist Grundrechtsschutz. Und ein wesentlicher Punkt, der im Urteil dieser Klage beim Verwaltungsgericht deutlich wurde, war, dass Klimaschutz sich am Stand der Wissenschaft orientieren muss. Und da sind wir hier in Deutschland gerade an einem Punkt, wo ganz klar ist, die deutsche Regierung ignoriert den Stand der Wissenschaft mit ihrem aktuellen Klimaschutzgesetz. Denn ein Reduktionsziel von -55% bis zum Jahr 2030, das ist nicht Stand der Wissenschaft. Damit wird Deutschland nicht in der Lage sein, seinen angemessenen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Und das ist die Verpflichtung einer Industrienation wie Deutschland. Es geht darum, dass der Menschenrechtsschutz und der Schutz der Grundrechte natürlich auch national verteidigt werden muss und eine Verpflichtung für die Regierung ist. Es geht deswegen darum, diesen Freiheitsraum für die nächsten Generationen als eine freiheitliche Gesellschaft zu erhalten und die wesentlichen Grundrechte zu schützen. Und die Emissionskurven, die wir sehen, sind praktisch eine Antifreiheitskurve. Da wird der Handlungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Da geht es ums Recht auf Nahrung, das Recht auf Gesundheit, aber es geht auch um die Freiheitsrechte, die in der Gesellschaft als Option noch möglich sind dann. Oder ob man zum Objekt eine künftige Generation und künftige Generationen zum Objekt der nicht getroffenen Entscheidungen von heute macht. Deswegen unterstützen wir diese Klage vollherzig und stellen uns da sehr stark mit dahinter und denken, dass sie auch gute Chancen hat, angenommen und dann auch positiv entschieden zu werden.